Ja, es ist mal wieder soweit. Es ist mal wieder soweit. Dicker, fetter Baum. Quad. Dicke, fette Ruten im Wasser. Hoppala. Hoppala. Und im Idealfall dicke, fette Fische. Wo sind wir da? Am Bernie. Also, ab geht es hier am Bernsteinsee. Ich habe mich ja in den letzten Wochen hart dagegen gesträubt. Habe mir gedacht, mein Gott, ey, die ganze Welt hockt am Bernie. Ist ja nicht auszuhalten. Ja, aber irgendwie hatte ich... Hui, schön. Irgendwie hatte ich heute ein bisschen Bock auf Karpfen. Einfach mal entspannt reinhalten. Und gar nicht so viel Schnickschnack machen und einfach mal ein bisschen passiv. Hatte ich irgendwie Bock drauf und dann habe ich mir gedacht, komm, guckst du mal, was es denn so, Alter, was es denn so gibt und was so geht. Ich muss mal erstmal ein bisschen was boosten, ey. Und dann habe ich gedacht, ja, guck mal da, es gibt ja ganz unterschiedliche Futtermischkombinationen. Und zwar gehen wir die gleich mal schön durch. Schauen wir uns gleich mal an. So, ein bisschen höher noch. Drei verschiedene Arten oder drei, nicht gänzlich verschiedene, aber ein bisschen unterschiedliche Köderkombis habe ich hier. Und die teste ich jetzt einfach mal, wie der denn so lübt mit den Boilies und den Pellets hier am Bernie. Ja, das geübte Bernie-Auge hat es natürlich sofort erkannt hier an der dicken, fetten, alten Eiche. Da geht es gerade, oder hier stehe ich gerade auf 169,82. Der Karpfenhunter hatte das, war das Karpfenhunter? Ich glaube ja, hatte das im Forum geschrieben. Und der hat da sich übelst verausgabt. Und da habe ich mir gedacht, Alter, das teste ich jetzt auch mal. Schön hier auf die dicken Brocken. Ich muss ja sagen, also wie gesagt, das ist in der Regel, ist es ja nicht meins, ne? Hier die ganze Zeit so zu stehen und zu warten. Ach, das ist ja eigentlich nicht meins. Aber so zwischendurch mal, ne? So zwischendurch mal, so die richtig dicken, die Speckis. Schön die Speckis hier ranziehen. Das ist doch mal immer mal wieder ganz geil. Und dazu muss ich ja sagen, das ist ja eins der Gewässer, wo ich halt so übelst wenig bisher war auch. Und es fehlen mir ja noch ganz viele Fische hier. Gar nicht mal als Trophy. Das Ziel habe ich ja nicht mal. Ich will die einfach nur mal haben oder gefangen haben. Da gibt es noch einige komische Exoten, die ich noch gar nicht habe. Schöner Spiegelkarpfen mit 14 Kilo. Kann sich schon sehen lassen. Finde ich schon gar nicht schlecht. Kann man schon mal machen. Das ist auch besser als irgendwelche Brocken am mal ungefähr gleich werfen. An der Festung oder sowas. Oder am Bärensee. Ja, doch, Bärensee gibt es das auch. So. Das sah doch schon wieder ganz, ganz verdächtig nach einem Clip aus, oder? Guck mal, aber bisher muss ich sagen, also ich habe jetzt, das ist jetzt der, doch drei Stück habe ich jetzt gefangen. Ja, so den Riesenunterschied macht es nicht. Also ganz frisch jetzt auch hier hin, ich stehe jetzt hier nicht schon seit 3 Stunden und teste hier ausgiebig, sondern wie immer eigentlich, hinfahren, Rute raus. Und dann schon mal in die Aufnahme gehen und einfach mal gucken, ob was geht oder nicht. Ja, auch wieder Spiegel, 8 Kilo. Schön, das schmeckt auch schon. Und auch hier, zack. Na, wie viel Meter sind das? Na, wie viel Meter waren das? Sieht man doch, oder? Ich glaube, da muss ich den Clip gar nicht nennen. Das hat doch jeder gesehen, ey, jetzt mal. Hallo. Easy. Also, gehen wir mal kurz die Montagen durch. Also, auf der einen Montage haben wir hier
Roten Grillpellets mit 18, dann sich auflösende Boilie, Krabbe und Muschel, Königskrabbe und PVA. Auf der zweiten hier haben wir auch nochmal 18er, also die sind immer gleich, 18er Grillpellets, Krabbe und Muschel, 18er Boilie. Und auf dem, hoppala, da ist schon wieder ein Biss. Und auf der dritten Königskrabbe mit dabei, weil ja auch hier Königskrabbe als Süßchen mit dabei ist, als Dip. Und PVA gehen wir auch gleich mal durch. Jetzt packen wir uns erstmal hier, zack, den nächsten Brocken und gucken mal, was das hier so ist. Also bisher bin ich ganz zufrieden. Gehen wir gleich nochmal kurz in den Kescher rein. Bisher sieht das ganz gut aus. Aber ich glaube, so ein bisschen dominiert hier diese Kombi. Ich meine, die ist so ein bisschen dominanter. Ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher. Nochmal 10 Kilo. Aber ich meine hier mit Krabbe Muschel ballert nochmal ein bisschen besser. Ja, gucken wir mal. Also, weiter rauswerfen. Aber das war jetzt aber... Das war jetzt aber nicht im Clip. Ob das so geht, ey? Ob das so geht? Also, Clip 35 Meter. 35 Meter hier rausgeballert. Einfach geradeaus durch. Zack, dass man hier so in den Tiefen hier liegt. Einfach geradeaus durch. In der Nacht sieht man hier, da leuchtet es irgendwo. Ich war jetzt hier am Abend, stand ich das erste Mal rausgeworfen. Ja, deutlich dominanter das hier. Deutlich dominanter die Kombi. Vielleicht ändere ich die beiden anderen gleich auch nochmal ab. Eieiei. Wenn man noch ein bisschen Frequenz haben will, ne? Dann sollte man noch die Route oder die Köder-Kombi auch nehmen, die auch funzt, wa? Ins PVA gehe ich natürlich auch gleich nochmal rein. Das zeige ich auch gleich nochmal, was da drin ist. Es ist auch das etwas dickere PVA. Also das etwas vollere, schwerere 20 Gramm. So, zack. On point. 40 Gramm Blei. 45% aufgeladen. Müsste ziemlich genau passen. Na, guck mal, jetzt geht auch das nächste Ding wieder. Ich weiß es noch nicht, ey. Ich meine, es ist alles Krabbe, es ist alles Muschel und überall auch irgendwie Grill dabei. Ganz links ist hier, wie gesagt, die... Ah ne, hier ist jetzt die Königskrabbe komplett. Sehr edel. Sehr königlich. Da ist dann jetzt wahrscheinlich auch der Königskarpfen dran. Oder sowas. Gucken wir mal. Aber es ist irgendwie geil. Ich hatte ja jetzt zuletzt das Video gemacht hier auch am Berni. Ach, am Berni sage ich. Am Bärensee. Und am Bärensee, also es schmeckt ja schon, ne? Also wenn man hier so, opfala, das war zu wenig. Ah, und ein PVA versaut. Und so. Wenn man so die hier steht und dann sind die Routen hier schön gestrafft und auf einmal auf einmal ballert die Route runter. Das macht schon irgendwie Bock. Wenn da die dicken Brocken reinballern, ey. Mega gut. Mega gut, ey. Ja, gucken wir mal eben rein hier ins PVA. Na komm nu. Details anzeigen. So, da sind wir. Maismehl und dann einmal von links nach rechts aus dem Inventar alles, was Mais ist. Einmal alles reingeschmissen. Krabbenfeeds aller Sorten sozusagen, die man sich kaufen kann. Und aller Größen von 3, 4, 7 und 12 von einer anderen Sorte. Königskrabbe da noch mit drin. Dann auch da wieder... ordentlich Krabbe und Muschelsoße drauf. Mmh. Ah. Da riechen noch die Finger vom Anmischen. Ekelhaft.
Aber so muss das sein. Der Fisch, der muss das ja auch im Wasser riechen und nicht an meinen Fingers. Und dann lüppt der Lachs auch. So. Ja, also. Bisher schön. Also, ich bin regelrecht übergerascht. 14 Minuten, 7 Fische, finde ich für Karpfenangeln schon gut. Finde ich schon gut. Zack, guck mal hier. Da. Da nübbelt er am Grund. Und hebt. Und der nächste. Alter, macht keinen Scheiß. Doppelbiss oder was? Bom, bom. Alter. Und ich gehe noch ein bisschen höher. Oh. Oh, der hat Bock. Oha. Oha. Ja, Mann. Nein, und der nächste. Geht er in die Bremse? Der geht nicht in die Bremse, der andere. Das ist gut. Ei, 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 ei. Ja, das ist geil. Kann ich mit leben? Oh, ich glaube, ich muss mir mal ein bisschen dickere Schnur holen oder sowas. Mal ein bisschen hier schön fett auf Karpfen kloppen, ey. Also ja, wie gesagt, wenn das so läuft, ey, pff, kann man dem Karpfenangeln ja doch ein bisschen was abgewinnen, ne? Die Frage ist dann natürlich immer noch, was bleibt am Ende übrig? Aber auch da sehen die Größen bisher super aus. Da war ja vor ein paar Wochen nach dem letzten Restart, war ja eher Katastrophe, alles so kleine Dinger nur. Und dann läuft das ja jetzt hier. Ich weiß gar nicht, ob dieser Spot hier irgendwie aktuell schon die ganze Zeit läuft oder was ähnliches. Das läuft ja jetzt auch schon lange, ne? Mann, 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 ey. Oh, das ist aber nicht schlecht hier, ey. Dass der sich so wehrt, wenn ich überlege. Jetzt sind wir hier bei. Was sagt die Bremse? Na, können wir nochmal einen reingehen oder zwei. So. ...31 Kilo vom Vorfach. 26 irgendwas oder was auf der Bremse. Boah, das ist doch nett. Der andere langweilt sich schon. Wird aber auch langsam Zeit. Jetzt hat er gerade locker gelassen. Dann zieht er jetzt gleich nochmal ab hier. Nicht, dass er mir gleich ausschlitzt. Zack. So, ziehen wir mal ran hier den Brocken. Komm, rein hier. Und gib ihm. Nix. Guck dir das an, Alter. Oh, der hat aber Gewicht. Das ist ja mal was Schönes hier, ey. Richtiger Brocken. Ach so, Hakengröße. Apropos Brocken. Ich habe hab zwei Nuller Haken dran gemacht. Normalerweise bin ich ja eher mit einem Einser Haken unterwegs. Alter, voll der. Jetzt habe ich mal einen 2-0er Haken gemacht. 2-0er Haken. Und das ist auch vom Vorfach. Vorfachsmaterial dunkel in Mono. Vorfachsmaterial dunkel Mono. 31,7 Kilo hat das, glaube ich. 31,5. Alter, was ist das denn für ein Brocken? Alter, was ist er denn? Oh! Oh! Nee! Was ist er denn? Ha! Töpp-pada-pa! Digga, wer der Spiegelkarpfen, Alter! Ich glaube, das ist mein erster Spiegelkarpfen als Trophy, Alter. Nee, ey. Ui, 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 ui. Krass. Schönes Ding, ey.
Alter. Ja, mal eben gucken. Statistiken? Ich glaube, das ist mein Erster. Ich glaube ja. Spiegelkarpfen hat mir immer noch gefehlt. Jetzt vor den Klassikern. Bevor das Ganze, genau, Lederkarpfen hatte ich, den anderen eh. Spiegelkarpfen hat mir immer gefehlt. Krasser Scheiß, ey. Ha! Hat sich doch gelohnt heute mal wieder hier. Hat sich doch gelohnt. Alter Falter, ey. Abgefahren. Geilo. Schönes Ding. So, jetzt ist erstmal hier. Alter Falter, ey. Ja, nice, ey. Krass, 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 krass. Schön. Schönes Ding. Kann so weitergehen. Ich ziehe gerne noch ein paar dicke Brocken raus. Ach je, ey. Ja, aber guck dir das an, ey, ne? Auch hier die ganzen anderen. Die ganzen anderen Muscheldinger, Lüppen auch. Viele Spiegel dabei. Schon wieder ein Spiegel. Zack, hier auf 35 Meter, 34, 35 Meter. Lübt. Schönes Ding, ey. Ja. Ich meine, wie lange steht man jetzt hier mit den... Eigentlich kann man sich hier ein paar Stunden, glaube ich, hinstellen, ne? Guck mal da, ey. Wieder Spiegelkarpfen. Oh, jetzt zu wenig. Alter. Guck mal, das geht einfach in die... Das geht hier in die Muckis. Daran liegt das. Ich habe einfach keine Power mehr. Ich muss mal ein paar Gürkchen essen. Mal erstmal hier wieder was Ordentliches. Und den Speeden reinballern in die Birne. Und noch einen Tee da drauf. Dann nehmen wir auch noch ein paar was Ordentliches. Eine Backkartoffel, Alter. Ah, ne, nehmen wir hier die gekochten Kartoffel vom Voltio. Die machen auch erstmal satt. So. Radauz, raus damit. Und da ist schon wieder der Nächste dran, der unbedingt raus will. Finde ich ja sehr, sehr nett von ihm, ey. Hier machen wir erstmal die Bremse wieder ein bisschen weiter runter. Alter, ey. Ja, schön. Also, ich ziehe jetzt hier erstmal noch ein bisschen raus, ne? Wie immer. Und dann, wie immer, gucken wir gleich nochmal ein bisschen rein hier in den Kescher. Wir haben jetzt hier, ja, 22 Minuten. Ich meine, so ein bisschen mache ich noch auf eine halbe Stunde, dass man das so ein bisschen hochrechnen kann. Halbe Stunde in den frühen Morgenstunden, ob sich das hier lohnt oder nicht. Aber ich glaube, bisher sieht das gut aus. Das kann man mal machen. So, bis gleich. So, da ist jetzt einer noch raus. Und dann gucken wir, ja, genau. Da sind wir sogar schon. Da sind wir sogar schon jetzt bei 30 Minuten, 31 Minuten. Also, was haben wir denn? 15 Fische, 31 Minuten. 15 Fische, 30 Minuten. War doch ganz okay. Ich reise jetzt nicht eben dahin zum Abkassieren. Ich werde noch ein bisschen weiter angeln. Schreib's dann hier einfach so mit ins Video rein. So hier so am besten. Ne? So, zack, was der Kescher denn gebracht hat. Und ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden. Von den Köder-Kombis haben wir ja hier jeweils drei unterschiedliche gehabt. Hier mit den auflösenden Krabbe, Muschel, das ist einfach Krabbe, Muschel auf dem Grund rumliegend und das ist die Königskrabbe noch mit dabei bei den Krillpellets und Königskrabbe als Dip. Ich muss sagen, am besten hat das Ding reingerasselt, Krabbe, Muschel 18 und wenn wir hier dann auch nochmal, nicht wegwerfen, Krabbe Muschel 18 hat auch die Trophy gebracht, also ich rüste gleich nochmal um, komplett auf Krabbe Muschel 18 und dann ziehe ich hier noch ein bisschen weiter raus.
ran mit euch an den Bernie, wenn ihr nicht eh schon da wart. Zieht raus die Brocken. Petri, bis zum nächsten Mal.